Du liebst die Nordsee, weißt, wie wichtig all unsere Meere sind und willst sie schützen? Vor Plastikmüll zum Beispiel, denn davon gibt's immer noch viel zu viel. Gotback, eine Firma aus Mainz, kümmert sich darum, dass das Zeug eingesammelt wird. Nicht hier, sondern in Indonesien. Da ist das Problem noch viel größer und da landet auch so mancher Plastikmüll aus Europa. Bei Cleanups haben sie dort inzwischen 1 Million Kilo Plastik eingesammelt und so dem Meer etwas Gutes getan. Was machen die von Gotback mit dem eingesammelten Zeug? Ocean Impact Plastic nennen sie das. Sie verwerten es, machen daraus richtig coole Sachen. Rucksäcke, Koffer, Taschen, stylisch und total angesagt. Damit unterwegs zu sein, ist ein Statement. Gotback, weltweit der erste Rucksack, der aus Ocean Impact Plastic hergestellt ist. Guck dir gleich mal die Kollektion an. www.got-bag.com. Mit dem Code Nordsee10 bekommst du zurzeit 10% Rabatt. Dann bist du stylisch unterwegs und unsere Meere freuen sich. Das war Werbung. Und jetzt geht's direkt zum Nordsee-Podcast. Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fehning, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 115. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute heißt es wieder mal ab ins Watt und zwar in Lüttmoorsiel. Das ist an der schleswig-holsteinischen Westküste. Von Lüttmoorsiel aus starten die Loren rüber zur Hallig-Nordstrandisch Moor und zur Hallig-Oland. Und in Lüttmoorsiel startet Ellen Brodersen zu Wattwanderungen. Manchmal bietet sie sogar Wattwanderungen auf Plattdeutsch an, das allerdings eher auf der Hamburger Hallig. Im Watt ist sie meistens mit Urlaubern auf Hochdeutsch unterwegs. Moin Frau Brodersen, wann waren Sie denn zuletzt am Meer? Oder auf dem Meeresboden? Ja, ich war heute um 13 Uhr, hatte ich tatsächlich eine Watterkundung. Und im Moment haben wir viel zu tun. Und da ist auch ein Wattführer heute ausgefallen, der wollte eigentlich von Dagebüll nach Oland laufen. Mhm. Und der ist erkrankt. Und dadurch hatte ich dann auch ein paar Leute mehr mit. Mussten Sie denn heute die Tour von Dagebüll nach Oland machen oder konnten Sie? Nein, ich habe meine Watterkundung gemacht hier vor Lüttmoorsiel. Sind Sie denn jetzt täglich im Watt in der Hauptsaison? Nein, nicht täglich. Also diese Woche hatte ich 2 und auf der Hamburger Hallig habe ich Sonnabend nochmal eine Halligführung. Wo sind Sie am liebsten mit den Gästen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, am liebsten bin ich im Watt mit den Gästen. Warum? Ja, das ist fasziniert mich so. Erstmal bin ich gerne im Watt, also ich laufe da gerne barfuß und die Weite, die fasziniert mich. Aber natürlich auf der Hamburger Hallig mache ich auch gerne sein. Das hat für mich auch Hallig-Charakter, wenn ich da rüberfahre mit dem Fahrrad. Und, aber im Watt ist schon was Besonderes, ne? Also mich fasziniert das genauso, wenn man da immer ist. Und genau, dann grabe ich einen Wattbaum aus, versuche einen auszugraben. Das ist mir bis jetzt auch immer gelungen. Oder da sind auch Angler, die holen sich da ihre Köder und dann haben sie einen halben Eimer voll, dann gucken wir da mal rein. Und wie reagieren die Urlauber? Sind das überwiegend Familien mit Kindern, die mit Ihnen unterwegs sind? Ja, das sind hauptsächlich Familien mit kleineren Kindern und auch Leute, die nicht so gut zu Fuß sind, weil es ihnen zu viel wird, auf eine Hallig zu laufen. Ne? Das ist ihnen zu anstrengend. Dafür muss man schon ein bisschen besser in Schuss sein, oder? Genau. Also wir laufen eigentlich auch noch. Wir sind da also 4 Leute und zwei, glaube ich, laufen auch noch mindestens einmal im Monat zur Hallig-Nordstrandisch Moor, was man ja auch also von Deich aus sehen kann bei uns. Mhm. Aber es ist seit ein paar Jahren, seit ungefähr 5 bis 8 Jahren, ist es da so schlickig geworden, dass man da gar nicht so gut mehr laufen kann. Und da kann man natürlich auch keine kleinen Kinder mitnehmen oder auch Leute, die Schwierigkeiten haben, ne? Wie weit sackt man ein? Ja, der erste Priel, der ist ziemlich gemein. Da sackt man doch bis zu den Waden ein. Ui. Und das erste
Drittel oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Das ist auch sehr schlickig. Also es ist schon heftig geworden da. Das letzte Drittel ist sehr gut zu laufen. Das ist wanderfreudig. Da setzen sich die festen Sedimente ab. Und hier vorne in Lüttmusik, da ist der Damm, der nach Nordschleswig-Moor führt. Der Lorendamm. Genau, Lorendamm, der ist mal erhöht worden, damit die Halligbewohner auch immer fahren können. Mhm. Und auch das LKN, das Landesamt für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz, da arbeiten ja die Männer, die auf der Hallig wohnen, und die halten ihre Hallig in Ordnung. Und damit sie auch zügig da fahren können und immer fahren können, auch bei Hochwasser, ist der Damm mal erhöht worden. Okay, und das hat Auswirkungen aufs Watt. Genau, da setzen sich die weichen Sedimente ab. Und dann sind da noch die Ladungsfelder und auch der Deich. Und da beruhigen sich die Wellen und da setzen sich die weichen Sedimente ab. Mhm. Und deshalb ist es da extrem schlickig geworden. Also ich sag mal so, die Gastwirtschaft drüben auf Nordschleswig-Moor, die merkt das auch, weil es sind auch viele hier aus den umliegenden Dörfern immer mal so sonntags nachmittags, oh, sollen wir mal rüber Kaffee trinken? Ach, wie süß. Das passt gerade so gut. Ja, die fehlen natürlich. Die wollen das nicht mehr. Ne? Das ist zu anstrengend, zu mühsam geworden. Es ist zu anstrengend und ist es auch gefährlich? Darf man alleine darüber laufen? Doch, man darf alleine. Also man muss sich natürlich vorher erkundigen, nach den Gezeiten, wie das passt. Mhm. Also wir sind immer losgelaufen. Oder machen es auch immer noch 3 Stunden nach Hochwasser. Wir sind quasi dem Wasser hinterhergelaufen. Ne? Okay, ja, dann hat man auf jeden Fall Zeit genug. Ja, dann läuft man 1,5 Stunden mit Erklärung. Und dann bleibt man da auch 1,5 Stunden. Da ist eine schöne Gastwirtschaft, die haben ganz tolle Sachen. Dann geht man auch mal über die Hallig, da ist ein alter Halligfriedhof und die Schule ist da. Und dann nach 1,5 Stunden dann wieder zurück und dann schafft man das gut. Das ist dann entspannt, dann kann man den Rückweg auch noch entspannt schaffen, obwohl man noch durch diese ganzen Schlickfelder muss. Ja, eben. Und deshalb macht das im Moment nicht jeder. Ne? Also die haben da keine Lust zu. Die wollen einen entspannten Spaziergang machen, auch viele, die da alleine rübergehen. Ja, und das hindert natürlich und hemmt. Empfehlen Sie dann irgendwelche Bambusstöcke mitzunehmen, um sich abstützen zu können? Oder wackelt man da dann durchs Watt? Nee, das nicht. Aber Wattschuhe anzuziehen? Auf jeden Fall, ne? Wegen der Austern, oder? Ja, und auch wegen der Muscheln. Mhm. Also ich habe mich auch an einer Sandklaffmuschel mal so richtig schön geschnitten. Und seitdem habe ich auch immer was an den Füßen. Also das geht gar nicht mehr ohne. Und Gummistiefel gehen auf gar keinen Fall, weil Nein. Wenn man im Schlick fährt, bleiben die ja stecken. Dann hat man noch ein weiteres Problem, ne? Ja, genau. Gummistiefel empfehle ich überhaupt nicht. Die saugen sich fest und dann muss man die sitzen lassen. Ja, Plastikmüll geht auch nicht. Nee, das geht sowieso nicht. Geht gar nicht. Na, es müssen Socken sein oder Beachies oder jedenfalls irgendwas, was fest am Fuß ist. Ja, sowas. Mhm. Nee, und so mache ich eben gerne Watterkundung. Also da laufen wir auch mal bis zu den Lahnungen durch den Schlick. Das letzte Ende ist schlickig. Na, da haben die Leute auch immer viel Spaß denn auch und auch Mühe, ihr Gleichgewicht zu halten, weil sie es ja auch nicht so kennen, ne? Ja, das ist für Urlauber bestimmt eine ganz unvergessliche Erfahrung, oder? Ja, aber ich sage dann auch immer, also gutes Watt kann ja jeder, wir müssen da auch mal durch. Ja, auch Kinder lieben das doch, oder? Ich meine, man muss in Bewegung bleiben, das ist doch eigentlich das Geheimnis, oder was sagen Sie den Leuten? Man darf nicht auf der Stelle stehen bleiben, dann schlägt man sich fest sozusagen, ne? Mhm. Aber einige Kinder, die, ich sag mal so, die ekeln sich so ein bisschen auch vor den Spaghettis, die da liegen von den Wattbürmern. Echt? Also die müssen auf den Arm von ihren Eltern. Ja, die kennen das nicht und die wissen nicht, worauf sie treten. Und ach Wahnsinn, dabei ist es doch der sauberste Wattenboden, den es gibt, wenn er einmal gefiltert wurde. Ja, aber die wissen es einfach nicht. Nein, das haben natürlich die Wattbürmer ausgeschieden. Die brauchen ja die Mikroorganismen, die im Schlick sind, als Nahrung. Mhm. Und die müssen alles schlucken auf Schlick und den Schlick scheiden sie eben wieder aus. Ne? Mhm. Genau, das erkläre ich denen dann auch immer so. Wer hat mehr Fragen, die Kinder oder die Erwachsenen? Oh, die Erwachsenen. Die Kinder auch, also wenn sie, ich sag mal so, im Sachkundeunterricht gut aufgepasst haben. Einige sind auch richtig ganz pfiffig und denen stellen sie auch ganz tolle Fragen. Aber andere, die haben also Mühe denn eben da im Watt, ne? Die halten sich nicht an die Regeln, dass sie in der Gruppe bleiben sollen und Doch, das tun sie. Da habe ich überhaupt keine Schwierigkeiten. Also neulich habe ich aus der Ferne gesehen, dass einige junge Leute ihren Hund haben laufen lassen auf dem Watt. Und da gehe ich da mal hin und bitte sie höflich, den Hund anzuleihen,
Weil in der Zeit, wenn Ebbe ist, da müssen die Vögel ja fressen, fressen, fressen. Ne? Mhm. Und da dürfen sie nicht gestört werden. Ja, man kriegt aber auch manchmal ganz komische Antworten. Das gibt's auch. Also nicht alle sind so einsichtig. Ja, so ist das mit den Menschen, ne? Gibt's überall Meckerfritzen. Ich meine, gut, das ist auch verlockend, ne, mal den Hund so richtig laufen zu lassen, aber das darf nicht sein. Weil die kleinen Vögel einfach viel zu weite Strecken zurücklegen müssen. Wenn man sich damit beschäftigt, das ist so faszinierend, finde ich, wie viele tausende Kilometer diese kleinen Piepmätze fliegen. Ja. Und wie wichtig dann das Wattenmeer ist, um einmal sich durchzufuttern. Ne? Ja, das geht ja jetzt auch bald wieder los. Also im Wattenmeer, da landen ja 10 bis 12 Millionen Vögel im Jahr, entweder zu ihren Brutgebieten in den hohen Norden oder in den Süden zum Überwintern. Und dann landen die hier und müssen sich natürlich Fettreserven anfressen. Ne? Ja, ohne das Wattenmeer wäre überhaupt gar nicht diese Vogelvielfalt auf unserem Planeten, die es gibt. Ich habe mal so einen Halbstundenfilm über das Wattenmeer gemacht und das finde ich so faszinierend. Also welche Bedeutung das, was bei uns hier vor der Haustür ist und was wir manchmal gar nicht so wirklich zu schätzen wissen, Wasser kommt, Wasser geht und so weiter. Welche Bedeutung das für unseren Planeten hat. Und auch also Urlauber aus den Süden oder aus den Großstädten, also sind total auch fasziniert, wenn es denn ins Watt geht. Und einige sind präpariert, die haben schon gleich diese Beach-Socks an. Aber ich sage, um das Wattgefühl mal zu kennen, müssen sie eigentlich barfuß laufen. Ja, einige lassen sich auch überreden, aber nicht alle. Ja, die kennen es nicht und haben so ein bisschen Angst vor den Muscheln, sagen wir. Aber da passiert ja gar nichts, wenn man nur Watterkundung macht, ne? Ja, also ich weiß, früher bin ich immer barfuß gelaufen, aber jetzt geht es durch die Austern eigentlich nicht mehr, weil die sich überall verteilt haben, oder? Also Sandklaffmuscheln sind doch eigentlich recht tief, ne? Da sind sie wahrscheinlich schon ganz schön eingesackt, oder? Ja, genau. Und da, also an einer Sandklaffmuschel habe ich mich schon mal richtig verletzt. Also ich bin so mit dem Fuß da dran vorbeigeschwabt. Die stecken ja im Schleck, die können gar nichts dafür. Die werden dann freigespült oder auch nicht. Ich sehe sie nicht. Und dann, da hat mal früher ein Lehrer gesagt, wir machen auch mal was. Das ist das gefährlichste Raubtier der Nordsee, sagt er. Und wir wussten gar nicht, was er meinte. Aber er meinte diese Sandklaffmuschel, die ist so scharf, kannte ich. Ne? Ach so, okay. Ja, und dann die pazifische Auster. Mhm. Das ist auch nicht witzig, wenn man da drauf tritt. Ja, dann hat man Splitter im Fuß, ne? Ja, die ist auch sehr scharfkantig, ne? Die europäische Auster, die ist so schön glatt, aber die ist vor 100 Jahren schon ausgestorben. Und man findet immer noch Schalen, findet man immer noch. Interessant. Ja. Wie oft ist denn da eine Lore auf dem Lorendamm unterwegs? Das finde ich ja immer wieder faszinierend. Also ich weiß gar nicht, wie viele Fotos ich da schon gemacht habe, weil ich es einfach gut finde, wenn die Loren da rüberfahren. Das macht so einen romantischen Eindruck, aber es ist total unromantisch, weil es laut und zugig ist. Aber wenn die Sonne untergeht und die Loren nach Lüttenmoorsiel oder nach Nordstrandisch Moor fahren, oh, das ist total klasse. Also vorhin auch, dann war da eine geschlossene Lok. Hm. Und also wenn da ein, zwei Personen mitfahren, dann geht das ja auch. Aber sonst holt er sich ja auch manchmal, wenn die Gastwirtschaft da drüben irgendwas anbietet, also Grillen oder, und dann holt er sich seine Gäste. Und da müssen natürlich Hänger rangehängt werden. Ne? Mhm. Bis zu 20 Leute, meine ich, kann er haben. 25, ja. Und dann sagen wir auch vorhin, das ist auch für die Kinder ganz niedlich, so eine geschlossene Lok und da sage ich, ja, das ist Jim Knopf. Und das finde ich natürlich ganz toll. Ja. Finde ich auch. Nee, und der Lorendamm, der gehört eigentlich dem LKN, also Landesamt Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz. Aber die Halligbewohner dürfen den auch mit benutzen und auch die Lore nach Oland und Langenest. Ne? Also die muss aber tagsüber möglichst frei sein. Also die Halligbewohner, ich weiß noch nicht ganz genau, ob die sich absprechen müssen mit dem LKN, aber das LKN hat Vorrang, weil die ja auch die Arbeiten an der Halligkante machen. Ne? Die Männer auch von der Hallig, die halten ja die Hallig in Ordnung. Der Hallig hat ja keinen Deich, nur einen Steindeich. Und da muss ja ständig was dran gemacht werden. Muss immer gesichert werden und geguckt werden, dass alles gut ist, ja. Ja, genau. Halligen, das sind ja unsere natürlichen Wellenbrecher und wir wollen ja auch gerne, dass die bewohnt bleiben. Ja, ist schon faszinierend, die Natur, an der wir zu Hause sind. Sie haben ja sogar für die Wattwanderer die Strecken markiert. Das erinnert an Skipisten. Ne? Es gibt schwarze Strecken, es gibt blaue Strecken. Ja,
Genau, also schwarze, so wie beim Skifahren, ne? Das ist eben die Tour nach Nordstrandischmoor. Die soll man nicht alleine an, oder ja doch, die darf man auch alleine antreten, aber auf jeden Fall ist sie anspruchsvoll. Die ist sehr, sehr schwierig, genau, anstrengend, ne? Ja. Doch, alleine darf man da schon drüber. Was war denn eigentlich Ihr größter und Ihr besonderster Fund im Watt? Ich hatte eigentlich noch überhaupt keinen Fund im Watt. Okay. Nee. Kein dicker Bernsteinklunker, oder? Nee, also den finden wir hier eher auch nicht. Also was jetzt da ist, und wo, also ich habe ja noch Bilder aus den 80er Jahren, da wurde ja noch viel von den Schiffen verklappt in der Nordsee. Und auch der Müll einfach über Bord geschmissen. Und das ist jetzt nicht mehr. Und das hat mir heute auch eine, die ich mit hatte im Watt, die sagte, ich sehe hier ja überhaupt keinen Müll. Nee, sage ich, das ist auch enorm weniger geworden und Gott sei Dank. Und das ist auch, wird schwer unter Strafe gestellt. Das ist auch so. Also die dürfen nicht einfach ihr Öl ins Meer kippen. Ja, das wird kontrolliert auch, ne? Auch mit Flugzeugen. Gott sei Dank, ja. Wir hatten in den 80ern spülsam eine dicke Schicht Plastikmüll. Und, ja, und das ist jetzt, Gott sei Dank, ist es nicht mehr der Fall. Wann gehen Sie wieder los? Na, Sonnabend habe ich auf der Hamburger Hallig eine Hamburger Hallig-Führung mit einem, ich glaube, in einem Landfrauenverein, meine ich, ja. Da sind Sie dann in den Salzwiesen unterwegs und erzählen was zur Entstehung der Hamburger Hallig. Ja, wir treffen uns beim Krug, beim Hallig-Krug und dann gehen wir dann zum Sturmflutpfahl und dann erkläre ich die Sturmfluten. Ja, da steht die eine Sturmflut, 3. Januar 76. Da also wohnten wir noch im Sizilienkoch und das war dann erste Deichlinie. Und dann kam das Wasser auch schon über den Deich und schlug Löcher von innen rein. Und da hatten wir Glück, im letzten Moment drehte der Wind und wir mussten nicht evakuiert werden. Dann haben Sie das hautnah miterlebt. Ja, und dann haben die Behörden gesagt, also so geht's nicht weiter, der Deich taucht nichts und der Bettlingharer Koch bot sich an, einzudeichen. Mhm. Das ist ungefähr 3500 Hektar groß und reines Naturschutzgebiet. Also da wird nie ein Bauernhof entstehen. Da sind immer ganz viele Vogelbeobachter und sieht man da immer am Damm stehen und so. Doch, das hat schon was. Sie machen auch Führungen auf Plattdeutsch, ne? Ja. Wo machen Sie die häufiger? Im Watt oder auf der Hallig? Nee, auf der Hallig tatsächlich. Mit den Landfrauen? Ja, weil im Watt sind da eher Urlauber. Die können das nicht verstehen. Und auf der Hamburger Hallig sollen sie sich mit Gruppen anmelden. Also, und das sind meistens auch Gruppen, die aus der Gegend hier kommen. Bis nach Hamburg runter ungefähr. Ach, tatsächlich? Ja. Und dann legen sie auf Plattdeutsch los. Ich höre dann manchmal, wenn sie untereinander Plattdeutsch schnacken und dann sage ich, Mensch, soll ich das auf Plattdeutsch machen? Ja, ja, und dann geht's los. Dann ist gleich eine ganz andere Atmosphäre da, ne? Ja, genau, das ist total anders. Einige sagen, ja, ich kann es verstehen, aber nicht sprechen und so. Naja. Naja, es gibt ja auch regionale Unterschiede zwischen den Plattdeutsch. Ja, auf jeden Fall. Das ist hier ja schon von Dorf zu Dorf verschieden. Ja, so kenne ich das auch. Aber irgendwie versteht man den anderen dann doch. Welche schönen Ausdrücke gibt es denn bezüglich des Wattenmeeres im Plattdeutschen? Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also ich bin auch Plattdeutsch aufgewachsen, aber Wattenmeer Plattdeutsch kann ich nicht. Ja, es gibt zum Beispiel, mir fällt gerade ein, die Nordseegarnele, ne? Das ist ja unsere Krabbe, die wir poolen. Mhm. Und da sagt man Porn zu. Porn, okay. Ja, Porn, Pan gibt's, ne? Ja, genau. Porn, ne? Ja. Frau Brodersen, danke, dass Sie uns heute mit ins Watt vor Lüttenmosil genommen haben. Ganz herzlichen Dank. Na, ist das was für euch? Möchtet ihr auch mal von Lüttenmosil aus zu einer Watt-Tour starten? Die nächsten Termine stehen auf der Seite wattlaufen.com. Da sind sowohl die Termine für eine Wattwanderung zur Hallig Nordstrandischmoor als auch zu Hallig Oland oder auch eine Watterkundung mit Ellen Brodersen vor Lüttenmosil oder eine Tour über die Hamburger Hallig. Das war die heutige Folge des Nordsee-Podcasts. Für nächste Woche lasse ich mir was Neues Spannendes einfallen. Schön, wenn ihr dann wieder mit mir ans Meer kommt. Liebe Grüße.